Und jetzt zu unserem letzten Redner. Dieser Mann wurde eben als guter Forscher bezeichnet. Er ist ein Professor zur wirtschaftlichen Sicherheit an der Universität von Bath im Vereinigten Königreich. Guy Standing. Vielen Dank. Ich wurde jetzt doch als Namibien-Pilotprojekt oder indischer Pilot ausgezeichnet und auch als Forscher. Und ich mache mir immer Sorgen, wenn ich höre, dass wir jetzt erst am Beginn stehen. Aber wir arbeiten daran schon seit 4 Jahren. Meine Kollegin hat erklärt, dass wir sehr viele statistische Daten gesammelt haben. Also, zuerst einmal möchte ich Ihnen sagen, dass wenn es hier Sozialwissenschaftler gibt, die noch einen Doktorabschluss machen möchten, dass sie dann sich doch an uns wenden, weil wir wirklich so viele statistische Daten gesammelt haben in unseren Pilotprojekten, die wir im Moment analysieren. In meinem Vortrag möchte ich jetzt noch den anderen Vorträgen etwas hinzufügen. Wir haben wunderbare Vorträge jetzt gehört über die Entwicklung von Pilotprojekten in den jeweiligen Ländern. Ich möchte gerne einige Erfahrungen Ihnen mitteilen. Lektionen, die ich gelernt habe und die auch die anderen gelernt haben mit der Zeit. Das sind für mich die 17 Imperativi von Pilotprojekten. Ich möchte da jetzt ganz schnell durchgehen. Also zuerst einmal, bevor ich diese 17 Imperativi nenne, möchte ich Ihnen sagen, dass wenn Sie darüber nachgedacht haben, ein Pilotprojekt ins Leben zu rufen, dass es dann wirklich nur eine Sache gibt, derer Sie sich sicher sein können. Absolut sicher. Sie werden Fehler machen. Und jeder, der glaubt, das würde für ihn nicht gelten, ist ein Betrüger oder ein Idiot. Das wollte ich ganz klarstellen hier. Wir machen alle Fehler. Wir leben in einer wichtigen Zeit der Barzuwendungen und auch was das Grundeinkommen angeht. Weil wir bewegen uns jetzt sehr schnell von der Theorie und der intellektuellen Debatte, es gibt ja auch immer mehr Literatur dazu, bewegen wir uns zu der praktischen Umsetzung und auch zum Experiment vor Ort. Das wird uns eine Legitimierung ermöglichen. Bei den Politikern, den Sozialwissenschaftlern, den politischen Entscheidungsträgern und den Aktivisten. Das werden wir global feststellen. Also die Pilotprojekte können den lokalen Behörden helfen, dabei helfen, etwas sehr Wichtiges zu begreifen. Sie können umgesetzt werden, diese Pilotprojekte. Und viele Bürokraten oder auch Politiker, die das erstmal verstehen müssen, die sind jetzt davon angesprochen worden. Und es hilft ihnen, weil so können moderate Ausgaben getätigt werden, die dann später Effekte erzielen. Aber jetzt die 17 Imperativi. Nummer 1. Wenn wir Grundeinkommen wahrhaftig oder universelle Barzuwendungen wahrhaftig unterstützen möchten, dann muss das philosophische Prinzip bei der Auszahlung berücksichtigt werden. Das achten wir alle bei BN. Es gibt 9 Merkmale. Zuerst einmal, der Transfer muss bar sein. Also es muss eine Barzuwendung sein, irgendeine Form von Geld. Dann sollte es universell sein. Daran glauben wir. Jeder in der Gemeinschaft sollte diese Barzuwendungen erhalten können. Drittens, es sollte nicht zielgerichtet sein. Nicht auf Basis eines Bedürfnistestes oder der Definition, wer arm ist. Es sollte nicht zielgerichtet sein. Und dann viertens, nicht selektiv. Es sollte nicht nur für eine bestimmte soziale Gruppe sein. Eine Gruppe, von der wir glauben, dass sie das eher braucht als andere Gruppen. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip.
Und wir müssen dies immer wieder durchsetzen, egal wo wir heute tätig sind. Und dann fünftens, und das ist wirklich der Großkampf, den wir führen zurzeit, es muss bedingungslos sein. Und zwar, was das Verhalten angeht. Weil es gibt sehr viele da draußen, viele, die diese ganzen Dinge einführen möchten, aber alles auf Basis von Bedingungen. Das ist wirklich unsere Priorität. Das müssen wir angehen. Dann sechstens, es sollte individuell sein. Nicht auf Grundlage eines Haushaltes oder einer Familie. Nein, individuell. Jeder Mann, Frau oder Kind oder auch Erziehungsberechtigter sollte diese Barzuwendung erhalten. Und dann, es sollte ein reguläres, regelmäßiges, gezahltes Einkommen sein. Nicht eine Einmalzahlung, nein, regelmäßig, über einen regelmäßigen Zeitraum hinweg. Achtens, damit haben wir auch ziemlich gekämpft in Namibia und Indien, der ausgezahlte Betrag muss sinnvoll sein und genug sein, um wirklich einen Unterschied zu machen. Natürlich kann man darüber sehr viel nachdenken, wie viel, welcher Prozentsatz der Subvention ist ausreichend. Und dann neuntens, es sollte keinen anderen Politikwandel geben zur gleichen Zeit. Wenn man das Pilotprojekt dann beginnt, sollte es keine andere Veränderung geben. Das sind jetzt die neuen Merkmale der Barzuwendung. Jetzt die anderen Imperative. Einige sind für Sie vielleicht offensichtlich und irgendwie sind Sie das auch. Aber wenn man dann mal ein Pilotprojekt durchführt, dann sind Sie gar nicht mehr so offensichtlich, wie Sie dachten. Also ich habe auch einen Artikel geschrieben. Ich gehe durch diese einzelnen Punkte in meinem Artikel. Jetzt habe ich nicht so viel Zeit. Es sollte klar sein und nachhaltig sein, wie das Pilotprojekt aufgebaut ist. Sie müssen wissen, warum Ihr Pilotprojekt diese Struktur hat und was Sie damit testen möchten. Sie müssen auch wissen, warum Sie andere Strukturen ausschließen. Bei einem Projekt in Indien, Renana und ich wissen das, haben das sehr hart gelernt, da mussten wir ein Jahr darauf verwenden, diese ganzen Probleme zu diskutieren. Die Probleme, die mit der Struktur zusammenhängen. Das war natürlich schwierig für uns. Wir mussten uns Dinge stellen, die komplizierter waren, als wir zuerst dachten. Der nächste Punkt. Diese Struktur muss konstant durchgehalten werden. Sie haben eine gewisse Struktur für Ihr Pilotprojekt. Sie haben zugestimmt. Sie wissen jetzt, wie Sie das machen wollen. Und dann sollten Sie das im Laufe der Zeit nicht mehr ändern. Weil Sie vielleicht dann glauben, ja, das könnte aber auch funktionieren und das auch. Das bringt nur Chaos. Außerdem wird dann eine Evaluierung und auch eine Forschungsarbeit erschwert. Dann sollte das Pilotprojekt groß genug angelegt sein. Es sollten also genug Leute daran beteiligt sein. Und ich streite sehr gerne mit Renana, die ich sehr achte, aber zurzeit haben wir doch drei Pilotprojekte. Sie hat hier die Dörfer vergessen, von denen Esther noch sprechen wird. Wir haben eine dritte Komponente vergessen, aber innerhalb dieser Projekte sind 12.000 Leute dabei. 6.000 kriegen ja die Barzuwendung und ich werde noch über die anderen sprechen. Dann das nächste Prinzip, die Dauer des Pilotprojekts. Das Pilotprojekt muss lang genug angelegt sein, damit man auch die Auswirkungen, die Erstauswirkungen evaluieren kann. Und natürlich auch, was gelernt wird und wie sich das Verhalten ändert. Das war schwierig, weil man hat natürlich gewisse Begrenzungen, was die Finanzierung angeht. Und deswegen muss man dann sehr diszipliniert sein. Und dann hat man diese ganzen statistischen Daten innerhalb des Forschungsprojektes etc. Wie gesagt, es sollte lang genug angelegt sein, mindestens 2 Jahre. Und ich glaube, wenn wir dann einmal damit durch sind, dann sind wir sicher, dass 2 Jahre reichen.
Jetzt der nächste Punkt. Diese Struktur des Projektes sollte noch erweiterbar sein und auch reproduzierbar. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es bedeutet, dass das, was Sie in Ihrem Pilotprojekt machen, sollte noch erweitert werden können. Man sollte das einfach als Vorbild nehmen können und ich werde noch später darüber sprechen, weil dies ist ein sehr wichtiger Punkt mit vielen Konsequenzen. Der nächste Punkt ist sehr kontrovers und hat zu Debatten geführt. Man sollte randomisierte Kontrollstudien durchführen. Man sollte nicht nur versuchen, die Veränderungen in Längsstudien aufzuzeigen, so dass man da auch Daten hat. Nein, man sollte auch Vergleichsgruppen haben. Gruppen, die diese Behandlung, wenn wir das nicht bekommen. Also dies hat zu der neuen Ansicht der Randomisierten geführt, die Random Easters. Diese glauben, dass Pilotprojekte nur Sinn machen, wenn man auch randomisierte Kontrollstudien durchführt. In Indien haben wir jetzt gesagt, ja, okay, wir brauchen randomisierte Kontrollstudien, ja, wir sollten diese Vergleichsgruppen haben, aber es gibt auch hier Grenzen. Es gibt jedoch Methoden aus der Medizin, zum Beispiel mit einer Malaria-Pille und ein anderer kriegt ein Placebo und der dritte kriegt überhaupt keine Behandlung, dann wird das Ergebnis verglichen. Bei Barzuwendungen, wenn man das Prinzip da anwendet, dann hat man ziemlich viele Probleme. Und zwar schwerwiegendere Probleme, als Renana und ich erlebt haben. Vielleicht kommt man da überhaupt gar nicht mehr lebend aus diesem Projekt raus oder wenn, dann ziemlich verstört. Also man muss das Folgende sehen. Wenn ich dir das Grundeinkommen gebe und deinem Nachbarn nicht, dann wird er natürlich ein bisschen verärgert sein, weil er denkt, dass du das teilen solltest. Und das Experiment leidet darunter, unter dieser Ungerechtigkeit. Was haben wir jetzt in Indien gemacht? Wir haben einfach einige Dörfer zufällig ausgewählt und jeder in diesem Dorf bekommt eine Barzuwendung, individuell, bedingungslos etc. Und dann gibt es noch die Kontrolldörfer. Die wurden auch randomisiert ausgewählt aus der gleichen Umgebung. Also es mussten gleiche Dörfer sein in ihrer Art, in ihrem Wesen. Und in diesen Dörfern hat dann niemand eine Barzuwendung erhalten. Das ist natürlich jetzt nicht ideal und das ist immer so in der Sozialpolitik. Da ist eine randomisierte Kontrollstudie nie ideal. So, der nächste Punkt, ein sehr praktischer Punkt. Und alle, die jetzt an Pilotprojekten arbeiten, sollten diese Punkte beachten. Sie hören sich relativ einfach an, aber Dirk, Renana und ich wissen ganz genau, dass man diese Punkte beachten sollte. Man muss einen Zensus durchführen oder eine Studie, und zwar der Pilotregionen. Das alles, bevor die Barzuwendung ausgeteilt wird. Wir haben das auch gemacht, wir haben viele Daten gesammelt, Daten, die sich auf eine Hypothese bezogen, die wir vorher klar ausgedrückt haben. Das ist sehr wichtig zu beachten. Also diese Studie sollte alle Probleme, alle Punkte abdecken. Deswegen ist sie immer sehr detailliert. Wir haben die Studie durchgeführt, wir werden das morgen noch diskutieren und auch im Video sehen. Da muss man einen Tag einrichten, man muss den Leuten sagen, was passieren wird. Sie sollen die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Und man muss ihnen auch immer sagen, dass man ihr Verhalten nicht verändern möchte. Man möchte ja die Leute unabhängig vor sich haben. Dann braucht man regelmäßige Studien zur Evaluierung, sowohl in der Pilotregion und dann in der Region, die nicht daran teilnehmen. Sie müssen identisch sein und sie müssen objektiv sein, unabhängig, detaillierte Fragen stellen.
nicht subjektiv, keine Einflussnahme. Also jeder von draußen kann sich unsere Instrumente ansehen. Es ist alles aufgeschrieben, es gibt Handbücher dazu und so weiter. Jeder, der der Sache jetzt skeptisch gegenübersteht, dem kann gezeigt werden, ja, das wurde durchgeführt mit unabhängigen Leuten, die das so und so angewendet haben. Also das muss ein weiteres Merkmal sein. Und, wie gesagt, manchmal könnte man auch von dem eigenen Pilotprojekt verführt werden, weil sie möchten ja erfolgreich sein und sie müssen sehr selbstdiszipliniert sein. Dann der nächste Punkt. Man sollte die Informanten in der Umgebung einsetzen. Also von der Regierung, die uns dann Hintergrundinformationen liefern. Lehrer zum Beispiel, die örtlichen Behörden, die fragen strukturierte Dinge. Welche Antworten die Institutionen haben, wenn ein Pilot dann Projekt durchgeführt wurde. Dann sollten Sie auch die Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen berücksichtigen. Wenn Sie Bargeld benutzen, das ist nicht nur für Einzelne oder für Haushalte, sondern für das ganze Dorf. Und wie Sie das bewerten, das muss auch so ausgelegt sein, dass Sie zumindest sehen können, wie diese Auswirkungen sind auf Gemeindeebene. Ich möchte die Annahmen nicht besprechen. Ich habe nur noch ein paar Momente. Aber ich habe die wichtigsten Annahmen aufgelistet. Und wenn Sie sich dafür interessieren, dann würden Sie sie als Liste ansehen. Wir hatten, wie gesagt, 17 Punkte. Diese haben wir vorher identifiziert, bevor wir mit dem Projekt angefangen hatten. Wir haben Workshops gehabt, um die verschiedenen Parameter zu definieren, um zu prüfen und auch zu wissen, wie die anderen Faktoren einen Einfluss haben. Dann ein paar praktische Punkte. Zuerst einmal, und das ist auch wichtig, die Kosten der Pilotprojekte. Das muss ganz realistisch sein. Sie müssen auch das, was unterm Strich andere Kosten heißt, auch berücksichtigen. Ein Pilotprojekt dauert mehrere Jahre. Und ich versichere Ihnen, Sie haben einiges nicht vorhergesehen. Das sind immer sehr viele Sachen. Und Sie müssen wirklich bereit sein, darauf zu reagieren. Sie müssen auch Gelder dafür haben. Und noch etwas, unser Muster muss so konstant sein wie möglich. Das heißt, Sie müssen die Mitglieder am Anfang definieren und dabei bleiben. Es ist ganz einfach, wenn Sie neue Migranten in ein Dorf haben und ich sollte das auch bekommen, ich sollte auch ein Grundeinkommen bekommen. Tut mir leid, müssen Sie sagen. Das hat eine Auswirkung auf die Ergebnisse. Wenn es herumspricht, dass alle Bargeld bekommen, dann wollen alle das bekommen. Deswegen müssten wir diese Regel haben. Das heißt, nur diejenigen, die am Anfang dort gewohnt haben und Kinder, die in der Zeit auf die Welt gekommen sind. Also die Frage der Financial Inclusion. Ich möchte nicht jetzt darüber sprechen, das ist sehr wichtig. Ich habe aber nur 3 Minuten. Die Art der finanziellen Inklusion ist auch Teil des Plans. Und wir haben damit zu tun in Indien gehabt. Wir sprechen auch morgen darüber. Wenn Sie sagen, Sie müssen ein Konto haben, dann haben Sie die ganzen Probleme, die Renane erwähnt habe. Wenn Sie das in bar bekommen, dann haben Sie diese Probleme zumindest nicht. Wenn Sie das mit biometrischen Karten bezahlen wollen, dann haben Sie andere Herausforderungen. Aber es wird eine Rolle spielen.
und zwar wie das Pilotprojekt ist. Und das müssen Sie von Anfang an berücksichtigen und dann, wie Sie das auch analysieren. Und mein letzter Punkt. Ich glaube, die Pilotprojekte in Indien, wir haben also jetzt drei, die laufen, sie sind einzigartig. Ich habe immer gesagt, Grundeinkommen alleine reicht nicht aus. Sie brauchen Grundeinkommen mit einer Vertretung derjenigen, die das Grundeinkommen bekommen. Wenn Sie keine Stimme haben, dann wird vielleicht der Vermieter oder noch jemand am nächsten Tag erscheint und er kann das ganz einfach wegnehmen. Oder ein Ehemann nimmt es von der Ehefrau weg, ein Vater von seiner Tochter. Ich habe immer gesagt, wir müssen eine Stimme mit Grundeinheit kombinieren, wenn Sie die besten Auswirkungen haben. Das ist eine Annahme. Ich glaube daran sehr stark, aber das ist immer noch eine Annahme. Was haben wir in Indien gemacht? Wir haben nach dem Zufallsprinzip die Hälfte des Dorfes ausgesucht, die Hälfte der Bewohner, und die hatten, und Seva ist schon seit 5 Jahren oder mehr tätig, und die anderen Hälfte der Dörfer, die das Bargeld bekommen, alle bekommen das. Wir haben auch keine kollektive Stimme im Namen der Ärmsten der Gruppen. Und wir wollen auch die Ergebnisse morgen zeigen. Wir wollten feststellen, ob es einen Unterschied gibt. Wir haben das verglichen mit anderen Dörfern, wo sie kein Bargeld bekommen, aber wir haben Seva. Seva ist in diesen Dörfern tätig. Und die anderen Hälfte der Kontrolldörfer haben weder Seva noch Bargeld. Wir vergleichen also eine Kombination von Stimme und Grundeinkommen mit Grundeinkommen allein und ohne Grundeinkommen und ohne Voice, ohne Stimme. Die Ergebnisse sind recht interessant. Zweifelsfrei, ohne Frage überhaupt, haben wir Fehler gemacht. Und wir werden neue Fehler machen, hoffentlich nicht die gleichen Fehler, die wir schon gemacht haben. Aber ich glaube wirklich daran. So können wir das alles legitimieren. Und in Indien haben wir wirklich eine gute Möglichkeit gesehen von den Politikern. Sie wollen lernen, sie wollen auch unsere Lehren auch einsetzen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.